Corona-Facts mit Frey. Patrick, eine neue Folge von Corona-Facts mit Frey. Rückblickend zu den letzten Sendungen, wieso hast du das Thema so gewählt? Eine meiner Hauptmotivationen war, die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, selber beurteilen zu können, ob das Infektionsrisiko in einer bestimmten Situation bzw. in einem bestimmten Raum nun höher ist oder tiefer ist. Das heißt, die Einflussfaktoren zu erklären, die eben die Infektionsrisiken beeinflussen. Und was ist das Thema der heutigen Sendung? Was ist deine Motivation heute? In der heutigen Sendung möchte ich noch die letzten theoretischen Folien zum Thema Ansteckungsrisiko in Innenräumen besprechen. Und wenn wir am Schluss Zeit haben, dann können wir noch das Beispiel des Restaurants drinnen durchgehen. Okay, gut. Diese Folie hatten wir bereits in einer früheren Episode behandelt mit dem Namen Jahreszeit und Aerosolübertragung. Sie zeigt meines Erachtens sehr gut die grundsätzlichen Einflussfaktoren auf das Ansteckungsrisiko. Das sind Umweltfaktoren, die zum Beispiel die Abwehrmechanismen in unserem Körper beeinflussen, Stichwort trockene Schleimhäute im Winter. Die Umweltfaktoren beeinflussen auch, wie es in den Innenräumen ist, also Stichwort zum Beispiel relative Luftfeuchte und der Luftaustausch. Und diese beeinflussen auch wieder das Virus, wie es sich verhält, wie stabil es ist, wie sich die Tröpfchen und Aerosolpartikel verhalten, wie stabil sie sind und so weiter, wie schnell sie verdunsten, ob große Tröpfchen in der Luft schweben oder auf den Boden fallen. Und es zeigt auch das Verhalten. Das hatten wir nämlich bei dem Thema Wirkung der nächtlichen Ausgangssperren behandelt. Das ist auch zentral wichtig und all diese Kästchen hier beeinflussen das Infektionsrisiko maßgebend. In dieser Folie sehen wir, was wir schon bei der Episode über die nächtlichen Ausgangssperren behandelt haben, nämlich maßgebend für den Einfluss auf die Virenausbreitung sind nicht in erster Linie die angeordneten Maßnahmen, sondern das wirkliche Verhalten der Bevölkerung. Um angeordnete Maßnahmen wirklich vergleichen zu können, da sind natürlich die angeordneten Maßnahmen wichtig, die müssen vergleichbar sein, die Unterschiede müssen bekannt sein, müssen auch adäquat bewertet werden, aber schlussendlich ist eben nicht maßgebend, welche Maßnahmen angeordnet sind, sondern welche gelebt werden. Und das ist eine Kombination, das sehen wir hier, der angeordneten Maßnahmen, dem Maß der Einhaltung durch die Bevölkerung und freiwillige Zusatzmaßnahmen. Das Beispiel der Restaurantterrassen hat man ebenfalls bereits besprochen in der Episode über die nächtlichen Ausgangssperren. Wichtig ist also, der Einfluss des Verhaltens der Bevölkerung auf die Virenausbreitung hängt ab von, wie wirksam die angeordneten Schutzmaßnahmen sind. Nicht alle angeordneten Schutzmaßnahmen sind wirklich wirksam. Wie gut die Bevölkerung die Schutzmaßnahmen einhält. Und das ist eine meiner Hauptmotivationen für die letzten Episoden gewesen. Und welcher Anteil der Bevölkerung freiwillige wirksame Zusatzmaßnahmen lebt. Das ist ebenfalls die gleiche Hauptmotivation für mich gewesen. Diese Folie hatten wir ebenfalls in einer früheren Episode bereits behandelt. Wenn das Virus überall ähnlich stark verteilt ist, dann sind Schutzmaßnahmen, die nur auf die Reduktion der Mobilität gehen, viel, viel, viel weniger wirksam als Schutzmaßnahmen, die auf die Reduktion der Ansteckungswahrscheinlichkeit und die Reduktion der Nahkontakte gehen. Schauen wir uns an, was ist denn der Einfluss der 7-Tage-Inzidenz? Oder andersrum, in dieser Folie lernen wir einen der Gründe, wieso die Virenausbreitung instabil ist.
im Sinne der Regelungstechnik gesprochen. Aber natürlich nicht nur instabil nach oben Richtung Wachstum, sondern auch instabil nach unten, sprich Rückgang. Die 7-Tage-Inzidenz ist nichts anderes als die totale Anzahl der gemeldeten Neuinfektionen im Zeitraum von 7 bzw. 14 Tagen und das bezogen auf 100.000 Einwohner. Die Inzidenz ist also im Prinzip der Anteil der Infektiösen in der Bevölkerung oder ich nenne das auch Infektionsintensität. Je höher die Inzidenz ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nahkontakt, den man hat, mit einem Infektiösen ist, also sprich der andere oder ich selber bin infektiös, oder dass eine Person in einer Gruppe oder eine Person im Raum oder eine Person in einer Veranstaltung infektiös ist, oder dass es mehr infektiös in einer bestimmten Anzahl Personen, Gruppe, Raum oder Veranstaltung hat. Und das ist hier unten mit den schönen Männern gut zu sehen. Bei der geringen Infektionsintensität ist in dieser Gruppe eben nur einer infiziert oder infektiös. Und wenn die Infektionsintensität höher ist, sind es jetzt in diesem Beispiel zwei. Oder wir haben es ebenfalls bereits beim Thema Lüftungen besprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Büro oder einem Innenraum ein Infektiöser ist, ist natürlich bei einer höheren Inzidenz höher als bei einer geringeren Intensität. Das heißt also, der Einfluss der Inzidenz auf die Anzahl Neuinfektionen, der ist im Innenraum sehr stark und er ist auch viel stärker als in den Außenbereichen, falls in den Außenbereichen der Mindestabstand eingehalten wird. Weil in den Außenbereichen ist das sowieso viel einfacher. Da kommen wir aber später in einer späteren Episode drauf zurück. Aber in Innenräumen ist natürlich die Anzahl der Infektiösen absolut entscheidend auf das Infektionsrisiko. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Gruppengröße. Schauen wir uns das Bild oben an. Wir haben ein Viruspaket in der Luft und jetzt gibt es verschiedene Übertragungswege. Also das erste ist, das Viruspaket entscheidet zuerst mal, wen es überhaupt zuerst mal anstecken soll. Nehmen wir jetzt mal an den. Aber wie viele verschiedene Möglichkeiten hat denn das Viruspaket? Nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die erste Stelle von diesen beteiligten zwei Personen, die es nun mal für eine Übertragung braucht, hat 6 Möglichkeiten. Dann ist die Frage, wie viele Übertragungswege hat dieser Infektiöse überhaupt noch? Natürlich, weil er selber infektiös ist, kann er sich nicht selber anstecken. Das ist der Witz des Jahres quasi oder die Erkenntnis des Jahres. Sondern er hat natürlich nur noch den Rest der Gruppe. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Das bedeutet, es gibt total 6 mal 5 gleich 30 Übertragungswege. Wenn ich jetzt diese gleichen Personen unterteile in zwei verschiedene Gruppen, was hier unten dargestellt ist, dann habe ich dann 2, 4, 6 durch 2 sind 3. Zwei Gruppen, a 3 Personen. Und jetzt nehmen wir mal an, das Viruspaket ist in dieser linken Gruppe drin. Dann habe ich da 3 mal 2 gleich 6 Übertragungswege für das Virus. In dieser Gruppe rechts gibt es keine Virusübertragungswege, weil da gibt es kein Viruspaket. Die sind getrennt. Das heißt also, teile ich die Gruppengröße durch 2, dann habe ich ungefähr nur noch ein Viertel der möglichen Übertragungswege. Hier sind es jetzt ein Fünftel. Das hängt natürlich immer ab, wie viel Gruppengröße ich habe. Das heißt, die Gruppengröße andersrum ist sehr wichtig beim Thema, wie kann ich die Virenausbreitung abbremsen. Weil wenn ich dem Virus weniger Übertragungswege biete, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung entsprechend tiefer. Das heißt, die Verkleinerung der Gruppengröße ist eine sehr wirksame Schutzmaßnahme in Innenräumen. In Außenbereichen ist sie nur dann relevant, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird. Das ist der große Unterschied. Diese Folie hatten wir ebenfalls bereits früher mal behandelt. Da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte nur zusammenfassen, je aktiver eine Person, ein Infektiöser ist, desto mehr Tröpfchen
stößt er aus und die Tröpfchen sind auch noch größer. Der Einfluss auf die Anzahl der Viren pro Zeiteinheit, der ist natürlich wichtig, vor allem in Innenräumen, nämlich das bestimmt mir maßgebend die Virenkonzentration, respektive die Anzahl der Viren, die eben in den Raum gelangen. Und der Einflussfaktor ist der Stoffwechselumsatz bei einer bestimmten Aktivität, die ist nicht bei allen Menschen gleich. Der Einfluss der Aktivität, wie vorher erwähnt, je intensiver, desto mehr Tröpfchen und je größer. Und der Einfluss der Virenlast in den Schleimhäuten. Nämlich je mehr Virenlast ich habe und dann vor allem noch eher bei den oberen, dann werden auch mehr Viren ausgestoßen. Das heißt, was einen Infektiösen zum Superemitter, Superspreader macht, ist eben leider noch weitgehend unklar. Aber es gibt so eine Daumenformel, 20% der Infektiösen ist etwa für 80% der Ansteckung verantwortlich. Hier ist noch eine Folie zur Größe der ausgestoßenen Tröpfchen. Auf die möchte ich nicht weiter eingehen. Ich möchte nur so weit sagen, hier der Anteil im linken Diagramm ist anzahlbasiert, der hier ist volumenbasiert von diesem ganzen Speichelvolumen, was ausgestoßen wird. Und hier sieht man, beim Husten habe ich praktisch nur größere Tröpfchen, beim Reden habe ich eine Verteilung, habe ich auch kleinere und beim Atmen habe ich natürlich auch ganz kleine. Transportwege, das ist wieder ein wichtiges Thema. Wie werden denn die Viren transportiert? Wir haben ja schon gelernt, dass die Viren in Tröpfchen und Aerosolpartikeln eingebettet sind. Das heißt, wir müssen uns zuerst mal überlegen, wie denn überhaupt die Tröpfchen und Aerosole sich in der Luft bewegen, weil eben die Viren eingebettet sind. Und die Tröpfchen und Aerosole kommen mit einer bestimmten Austrittsgeschwindigkeit aus dem Mund und mit einer bestimmten Strömungsrichtung und dann wirken auf diese Tröpfchen und Aerosole verschiedene Kräfte. Hat man ebenfalls früher bereits angeschaut. Wichtig ist die ballistische Flugbahn, vor allem für die größeren Tröpfchen. Dann gibt es noch Antriebskraft von schneller ausgestoßenen Gaswolken der Atemluft. Gibt es Auftrieb, Luftverwirbelungen. Wichtig ist Luftströmung in der Luft, zum Beispiel Wind draußen. Das ist einfach das Einzige, was draußen heimtückisch ist stärkerer Wind. Dann wie schnell die Tröpfchen Aerosole verkleinert werden, vergrößert werden, wie schnell sie sich absetzen und dann können sie auch wieder freigesetzt werden. In Innenräumen werden eben Tröpfchen und Aerosole meistens durchs Absetzen auf eine Oberfläche abgebaut quasi oder bei den kleineren Tröpfchen auch mit dem Luftaustausch mit Frischluft, Stichwort Lüftung, alternativ natürlich durch Luftreiniger. Tröpfchen und Aerosole werden in Außenbereichen sehr stark verteilt, verdünnt, weil der Raum ist praktisch fast unendlich. Und es gibt immer eine relevante Luftströmung, im Gegensatz zu Innenräumen, wo die Luftströmung manchmal sehr, sehr, sehr gering ist. Also braucht es in Außenbereichen keine weiteren Abbaumaßnahmen quasi, wie in den Innenräumen mit Lüftung und Luftreiniger. Nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, im Außenbereich auf seiner Terrasse oder auf seinem Balkon eine Lüftungsanlage aufzustellen oder einen Luftreiniger. Die einzigen, die sich freuen würden, wären die Hersteller der Luftreiniger und der Lüftungsanlagen. Beim Freisetzen von Tröpfchen und Aerosolen ist klar, in Innenräumen sind das zum Beispiel Teppich, wo die wieder dann auch freigesetzt werden. Wenn man drauf tritt, dann gibt es lokal eben eine Kompression, ein Zusammendrücken und das kann dazu führen, dass die Geschwindigkeit so hoch wird, dass dann die Tröpfchen und Aerosole freigesetzt werden. Allgemein gesehen ist es so, und das sieht man hier unten, hier habe ich ein Tröpfchen und hier ein kleines Aerosolpartikel. Wenn ich eine bestimmte Luftströmung habe, wenn die genügend groß ist, eine bestimmte Richtung hat, dann werden die freigesetzt von der Oberfläche. Die größeren natürlich umso leichter, die kleineren umso weniger leicht, weil einfach die Oberfläche für die Luftströmung entsprechend viel geringer ist. Der Einfluss der Freisetzung in Außenbereichen ist nicht relevant, da die Verdünnung bereits sehr stark ist. Das heißt, das Thema Freisetzung ist in Innenräumen relevant, in einem gewissen Maß relevant. Ein ganz wichtiges Thema ist die Expositionsdauer, also die Aufenthaltsdauer in einer Umgebung, wo es kontaminierte Tröpfchen und Aerosole hat. Der Vollständigkeit halber ist oben nochmal die
Grundgleichung für die Bestimmung der Anzahl Neuinfizierten dargestellt, ohne hier der Verteilungsfaktor für die Infektiosität, weil nicht in jedem Tag ist ein Infektiöser gleich infektiös, hat man früher bereits behandelt. Wichtig ist jetzt hier, wie ist die Formel für die aufgenommene Infektionsdosis, IID? Die ist nichts anderes wie die aufgenommenen quasi lebendigen, aber das quasi, das spare ich mir jetzt, die lebendigen Viren pro Zeiteinheit multipliziert mit der Zeitdauer, während dem man eben ausgesetzt ist. Das ergibt die Anzahl aufgenommenen Viren. Und wann wird eine Ansteckung ausgelöst? Nämlich das geht, so nur um das, wenn die Infektionsdosis größer ist als die minimale Infektionsdosis, MID. Da hat man früher in einer Episode das mal behandelt und haben gesagt, je nachdem, ob ein starkes Immunsystem oder ein schwaches hat, kann das zwischen 100 bis 1000 wahrscheinlich variieren. Wichtig ist eben auch, Viren können sich in Aerosolen und Tröpfen Stunden bis Tage infektiös halten. Thema relative Luftfeuchte, Lufttemperatur und so weiter. Daraus ergeben sich eben folgende Maßnahmen: Reduktion Anzahl Nahkontakte pro Tag zu Infektiösen, dann Anzahl der aufgenommenen lebendigen Viren für jeden oder mehrere Übertragungswege reduzieren. Und das wiederum geht über Schutzmaßnahmen, indem man eben die Anzahl aufgenommener Viren pro Zeiteinheit reduziert, zum Beispiel eine Schutzmaske oder anderes, oder eben, dass die Virenkonzentration tiefer ist, und die Verkürzung der Zeitdauer. Ebenfalls eine Maßnahme: Erhöhung der minimalen Infektionsdosis, Stärkung des Immunsystems, Überwinden von Vorerkrankungen, soweit möglich. Die verkürzende Aufenthaltsdauer ist also eine sehr, sehr wirksame Maßnahme zur Reduktion der Ansteckungswahrscheinlichkeit. Die Aufenthaltsdauer kann eben auch doppelt wirken, auch auf die Anzahl aufgenommener, quasi lebendiger Viren. Und dies ist eben so, weil bei gleichem Kauf- und Konsumverhalten auch die Virenkonzentration in Innenräumen reduziert werden kann. Also wenn ich einfach, sagen wir mal, 1000 Leute habe, die in einem Ort einkaufen gehen und jeder bleibt doppelt so lange, dann ist natürlich klar, dass die Virenkonzentration höher ist, als wenn die nur halb so lang bleiben. Das hat der Grund, wieso ich nicht gerne so lange einkaufen gehe. Gut, wird auch mit der Zeit immer teurer. Ganz konkret gefragt, jetzt werden ja die Maßnahmen aufgehoben und eben, also man kann wieder mehr Leute, es können sich wieder mehr Leute treffen. Was denkst du, wie wird sich das jetzt auswirken? Das ist eine Frage, die kann man eigentlich nicht wirklich zuverlässig beantworten. Die wirklich kompetenten Modellierer, die sagen, man kann eigentlich eine Prognose nur machen innerhalb von vielleicht einer Woche oder zwei Wochen. Der Grund ist, es gibt mehrere Ursache-Wirkungsketten und die wirken unterschiedlich. Die einen wirken so, dass sie zu einer Beschleunigung von der Virenausbreitung führen, also dass mehr Neuinfektionen entstehen, und die anderen wirken gegensätzlich. Und die Frage ist, wie viel Einfluss haben die, wie viel Gewicht haben die? Und man weiß viel zu wenig über die Einflüsse der verschiedenen Faktoren auf die Ansteckung, auf die Auslösung einer Ansteckung. Da kommt noch die Virusmutation dazu. Ich sage, im Sommer werden wir eine deutlich entspanntere Situation haben. Da kommt die Impfung dazu. Dann kommt eben die Saisonalität dazu und so weiter. Wir haben jetzt einen exponentiellen Rückgang, mehr oder weniger. Aber ich befürchte, dass es im Herbst, im Winter wieder ein exponentielles Wachstum geben wird. Trotz der Impfungen? Trotz der Impfungen. Okay. Würde es jetzt noch weitergehen? Haben wir jetzt eine Folie noch ausgelassen? Also das Ziel ist ja eigentlich, dass jeder beurteilen kann, was haben wir überhaupt für Einflussgrößen auf das Ansteckungsrisiko in Innenräumen und wie stark ausgeprägt ist denn jetzt jedes dieser Einflussfaktoren, oder andersrum,
ist jetzt dieser Einflussfaktor so ausgeprägt, dass das Risiko höher ist oder tiefer ist. Und in dieser Folie ist das eigentlich alles zusammengefasst, abgeleitet von der Grundreichen für die Neuinfektionen, für Innenräume, was wir eigentlich in den ganzen letzten Episoden behandelt haben. In der nächsten Episode werden wir konkret durch die einzelnen Einflussfaktoren nochmal gehen und werden dann am Beispiel des Restaurants im Innenbereich eine Einschätzung abgeben. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, das ist klar. Weil es gibt natürlich ganz verschiedene Restaurants, es gibt verschiedene Lüftungen, Thema Luftreiniger, Thema Trennwände und so weiter und so fort. Wie viele Personen sind pro Raumvolumen in diesem Restaurant, gibt ganz verschiedene. Aber mir geht es darum, dass man das qualitativ mal durchgeht, damit jeder weiß, wie gehen wir denn sowas durch. Gut, dann sind wir gespannt. Danke vielmals. Danke auch.